gibt noch andere Schlüsselstellen auf der Bahn und unten raus, da geht es flach eben dahin und da darf man sich keine Fehler erlauben. Ja, und wir waren selber überrascht, dass wir das dann so gut weggesteckt haben und im ersten Lauf eine so eine Zeit runtergezogen haben. Nach und nach kommt es durch. In Sochi hat es auch ein bisschen länger gedauert. Und ich denke, wenn wir spätestens, wenn wir die Medaille dann in der Hand halten, dann kommt es richtig an. Natürlich überkommt da einem die ganzen Emotionen. Und ich denke, ganz brutal wird es dann sein bei der Medaillenübergabe, wenn wir dann da oben stehen. Das war in Sochi schon ein ganz besonderes Gefühl und das ist natürlich... Wenn ich jetzt schon daran denke, da wird es mir warm und dann fängt es zum Kribbeln an. Also das ist unbeschreiblich schön. Wir wissen jetzt, wir haben gewonnen, aber wenn dann die Medaille wirklich in der Hand ist, dann ist man richtig, richtig, richtig stolz.